Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr. Wollte mich mal bedanken für die ganzen Zuschriften und die ganzen neuen Abos auf unserem Channel Volksbetrug TV und natürlich wieder alle im Forum grüßen. Dieses Mal versuche ich mich noch kürzer zu fassen als sonst, aber es ist manchmal schwierig. Das Thema ist Preußen, Norddeutscher Bund, Süddeutschland, das Deutsche Kaiserreich und die kleine deutsche Lösung. Ich wollte aber vorab mal sagen, dass immer wieder Diskussionen aufkommen, dass mir Leute, auch gebildete und studierte Leute, sagen, ihre Oma kommt aus Danzig und das wäre in Ostpreußen. Also, Danzig ist in Westpreußen, Westpreußen liegt hier oben. Das ist der westliche Teil Preußens gewesen. Ostpreußen ist hier, Hauptstadt Königsberg. Danzig ist hier, das ist die Hauptstadt von Westpreußen. Also das sollten Sie vielleicht wissen, wenn Sie daherkommen, ist das vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man weiß, wo das liegt. So, steigen wir direkt ein. Hier oben wurde Preußen quasi ja, geografisch schon gegründet. So, die ältesten Karten, die ich da gefunden habe, sind 1611, waren glaube ich die ältesten. Ich kann mich natürlich jetzt auch irren, dass es noch älter ist. Die Gründung verlief dann quasi von oben nach unten. Erst war das hier Preußen, dann kam das dazu und das war Ost- und das war Westpreußen. Dann ging es hier runter und hier rüber. Und das war dann quasi das, ja, das Konstrukt Preußen, kann man sagen, das Land Preußen. Und diese weißen Flecken auf der Karte, das waren Herzogtümer und Fürstentümer, die sich nicht angegliedert haben, die sich an Preußen nicht angegliedert haben. Und die waren aber zusammen dann im Norddeutschen Bund. Da gab es also eine Bundesverfassung und so weiter, das war der Norddeutsche Bund. Das hier, Süddeutschland, war nicht mit dabei. Das ist vielmehr so gewesen, dass die ja, sich nicht an den Norddeutschen Bund anschließen wollten. Aber Bismarck hat dann natürlich immer für eine Möglichkeit gesucht, das quasi noch dazu zu bekommen. Österreich übrigens auch. Er wollte also diese großdeutsche Lösung. Aber Österreich, das klappte dann nicht. Naja, letzten Endes war es so, dass in dem Krieg in dem Krieg gegen Frankreich, also Frankreich erklärte den Krieg gegen Preußen bzw. gegen Deutschland und Bayern und also Süddeutschland zog mit in den Krieg zusammen mit Preußen und dem Norddeutschen Bund. Ja, und hat den Krieg dann letzten Endes natürlich gewonnen. Elsaß-Lothringen fiel an das Deutsche Reich. Also viel an Deutschland. Und die Süddeutschen waren natürlich so begeistert von diesem Sieg. Bismarck hat das ziemlich clever eingefädelt und hat dann quasi Süddeutschland mit an das Deutsche Reich angegliedert. Also das nannte sich dann letzten Endes Deutsches Reich. Und diese Bundesverfassung, des Norddeutschen Bundes, ist quasi etwas umgeschrieben worden und war dann die 1871er Kaiserreichsverfassung. Ja, so lief das und das ist quasi die Entstehung des Deutschen Reiches, des Kaiserreiches und zwar nannte man das die kleine deutsche Lösung. 1907 wurde in Den Haag die sogenannte Haager Landkriegsordnung gemacht, also die Haager Landkriegsordnung wurde quasi von allen zivilisierten sofern man das so sagen kann, Mächten damals unterschrieben. Also das war das geltende Kriegsrecht, das bestimmte Sachen, auch wenn ein Krieg auftrat, ausschloss. Der Krieg wurde dem Deutschen Reich dann wieder erklärt, seitens Frankreich, seitens England und so weiter und so fort. Alle zogen natürlich in den Krieg. Selbstverständlich hielten die Alliierten sich nicht an die Haager Landkriegsordnung. Und Folgendes passierte, nachdem Deutschland den Krieg verloren hatte, trennte man Gebiete vom Deutschen Reich ab, und zwar Westpreußen. Ja, man hat einfach einen sogenannten Tunnel hier durchgeschlagen durchs Reich. Also Westpreußen und Posen wurden abgetrennt. Und Elsaß-Lothringen. Obwohl das jetzt wiederum alles nicht mehr legal war. Vorher gab es darüber keine Verträge über diese völkerrechtswidrigen Abtrennungen und so weiter.
Diesmal war es so, nach der Haager Landkriegsordnung dürfen diese Teile eigentlich nur verwaltet werden. Die durften nicht abgetrennt werden. Ne? Die sind aber abgetrennt worden. Das führte natürlich zu jeder Menge Unrecht. Die Leute hier wurden vertrieben, nicht nur umgesiedelt, sondern einfach umgebracht. Man hat die kurzerhand bestohlen in ihrem Eigentum, man hat die entrechtet, man hat die verschleppt, vergewaltigt und so weiter und so fort. Das führte natürlich zu einer üblen Stimmung unter den Deutschen, weil erst wird der Krieg erklärt, dann wird das weggenommen, was eigentlich nicht weggenommen werden durfte, denn das war ja schon immer seit Jahrhunderten preußisch, also deutsch. Naja, diese ganze Ungerechtigkeit endete dann natürlich in doch einem ziemlichen Zorn. Gleichzeitig isolierte man Deutschland, also das Deutsche Reich, und überhäufte es mit Reparationen. Gleichzeitig wurde, also diese Reparationen wurden ja über den Versailler Vertrag geregelt und das wiederum über die Weimarer Verfassung, ob die überhaupt gültig ist, ist immer fraglich, denn diese Teile, diese Gebiete waren ja zu dem Zeitpunkt nicht daran beteiligt. Also es ist fraglich, ob es überhaupt Gültigkeit besitzt, meiner Meinung nach die Kaiserreichsverfassung, aber da streiten sich die Gelehrten, ja, und ich bin keiner. Es führte letzten Endes dazu, dass ein großer Missmut im deutschen Volk war. Das entlud sich dann, als quasi ein Österreicher an die Regierung kam, ne, der dann doch ziemlich in die Radikalität tendierte und damit großen Erfolg hatte, denn das und das und das, das war natürlich Unrecht, was man dem deutschen Volk da angetan hatte, auch war es nicht in Ordnung, ne? Es verstieß auch gegen die Haager Landkriegsordnung und die eigenen Regeln, die man für diesen Krieg aufgesetzt hatte. Na gut, das Ganze endete dann wieder in einem Krieg. Man nahm dieses Gebiet zurück und diese Gebiete. Soweit war das Ganze ja noch nachvollziehbar. Doch dann plante quasi Hitler diese Invasion auf alle anderen Gebiete und das war natürlich auch eine totale Kriegsrechtsverletzung im Prinzip, ne? Also der geltenden Verträge, auf die man sich berufen wollte. Das hatten die anderen schon nicht getan und die Deutschen taten das dann auch nicht. Ja, das Unrecht wurde immer größer, der Krieg wurde dann letzten Endes verloren und die Gebiete wurden dann auch wieder unter Verwaltung gestellt. Das heißt, also diese wurden hier besetzt, ne? Also Ostpreußen, ich versuche das mal hier so ein bisschen abzudenken. Pommern wurde auch quasi besetzt und Schlesien auch weggenommen. Hier zwischen kam dann zwischen Westdeutschland und Mitteldeutschland, da kam dann die Mauer dazwischen, hier wurde die BRD draus, da die DDR. Das Ganze wurde dann von den Westalliierten verwaltet und das wurde von den Russen verwaltet. 1990 fiel dann die Mauer. Im Fernsehen kam dann tatsächlich, was auch das Bundesverfassungsgericht schon beschlossen hatte und auch die Alliierten mehrfach erklärt hatten, dass das Deutsche Reich weiterhin fortexistiert, kam dann also im deutschen Fernsehen, in der Tagesschau, in den Nachrichten, kam dann eine Nachrichtensendung, in der nach 1990, nach dem Mauerfall, erklärt wurde, dass das Deutsche Reich weiterhin fortexistiert. Das ist Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Auf dem Deutschlandtreffen der Schlesier in Hannover ist heute der Wille zur Wiedervereinigung bekräftigt worden. Der CSU-Vorsitzende Bundesfinanzminister Weigel sagte vor rund 10.000 Menschen, Ziel bleibe die Einheit des deutschen Volkes. Auch die, so Weigel, ostdeutschen Gebiete jenseits von Oder und Neiße gehörten zur deutschen Frage. Das deutsche Wiedervereinigungsgebot war heute das zentrale Thema des Schlesier-Treffens. Auch wenn in Hannover die Einigung Europas als eine wichtige Voraussetzung für ein freies, geeintes Deutschland gesehen wurde, ließen die Redner keinen Zweifel daran, dass dazu letzten Endes der Wille der Deutschen selbst entscheidend sei. Der Hauptredner der heutigen Kundgebung, der CSU-Parteivorsitzende Theo Weigel. Mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 ist das Deutsche Reich nicht untergegangen. Es gibt
Es gibt keinen völkerrechtlich wirksamen Akt, durch den die östlichen Teile des Deutschen Reiches von diesem abgetrennt worden sind. Unser politisches Ziel bleibt die Herstellung der staatlichen Einheit des deutschen Volkes in freier Selbstbestimmung. Ja. Da sehen Sie also, das Deutsche Reich besteht weiterhin fort. Und BRD und DDR waren also nicht Rechtsnachfolger, sondern lediglich Verwalter. Ne? Also der Sigmar Gabriel hat das 2008 ja schon auf dem Parteitag gesagt, dass die BRD, also das ist ja kein Staat, sondern es ist eine NGO, BRD-NGO, Non-Government Organization, also Nichtregierungsorganisation. Da haben dann alle herzhaft gelacht, weil viele im deutschen Volk natürlich doch etwas sehr leichtgläubig sind und glaubten, das sei ihr Staat jetzt. Wir können mal eben den Ausschnitt mit Ich sich sage euch, wir haben gar keine Bundesregierung. Wir haben, Frau Merkel ist Geschäftsführerin einer neuen Nichtregierungsorganisation in Deutschland. Das ist das, was sie ist.